Yo Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Puh, das raucht mal wieder wie ich sehe euch nicht mehr. Und als allererstes muss ich mich entschuldigen, dass gestern kein Livestream und auch kein Video kam. Denn ich war gestern beim Tom, bei meinem besten Kumpel, der hat mich zum Grillen eingeladen. Und gegen die Grillsession, da konnte ich ihm echt nicht absagen, weil ich da auch mega Bock drauf hatte. Trotzdem habe ich mir jetzt mein Köpfchen angeschmissen und wollte ein bisschen drüber babbeln, was ich gestern geraucht habe. Da habe ich nämlich ein paar Aufnahmen gemacht. Und zwar war ich mit dem Tom, mit meinem besten Kumpel, vor 2 Wochen in Landsberg auf dem Shisha-Treffen. Und da konnte ich so eine Hookah-Squeezer gattern. Die haben mir die zur Verfügung gestellt für ein Video. Da so viele Leute auch immer in meinen Livestreams reinschreiben: Nico, stell mal Steine oder Paste vor. Und ich dachte mir, da es ja doch ein paar Leute gibt, die jetzt keine Nikotin-Fans sind. Oder auch viele, die 16, 17 sind und ihre Eltern einfach überreden wollen, dass sie Shisha rauchen möchten, aber es nicht geht wegen dem Tabak und Pipapo, ist es eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, die euch mal vorzustellen. Ich habe hier jetzt von der Hookah Squeeze eine 50 Gramm Dose, die kommt in so einer kleinen schwarzen Verpackung und wenn man die aufschraubt, kommt euch eigentlich schon so ein kleiner Pappdeckel entgegen, der an ein Nutella-Glas erinnert. Den Pappdeckel zieht ihr einfach ab und dann kommt euch schon die Paste entgegen, die so ein bisschen, finde ich, an farbiges Gleitgel erinnert. Aber tatsächlich kommt die Paste dann in einen Shisha-Kopf, die schmiert ihr einfach rein. Wenn ihr die euch holt, ist da auch so ein kleiner Spachtel dabei, damit ihr euch die Finger nicht dreckig machen müsst. Ich habe die Hookah Squeeze, glaube ich, mal schon vor längerer Zeit ausprobiert bei einem Kumpel. Ich fand da das ein bisschen madig, weil wir haben die Hookah Squeeze in einem Tonkopf geraucht und die hat sich dann einfach in den Tonkopf reingebrannt. Deswegen fand ich das so madig, dass ich mir selber bis dato keine mehr geholt habe. Das Gute ist, heutzutage gibt es ja zum Beispiel Köpfe wie den Sapphire Number 9, wo man die einfach reinschmiert, entweder Alufolie draufpappt oder halt dann eine Smokebox verwendet und dann lässt sich das echt einwandfrei rauchen. Viel falsch machen könnt ihr nicht. Man benutzt meistens für so einen Kopf zwischen, sage ich mal, 5 und 8 Gramm von dieser Hookah Squeeze. Wie gesagt, ihr schmiert die außenrum rein und dann könnt ihr echt ewig damit rauchen. Ich habe jetzt den Geschmack Honigmelone gehabt. Ich habe das Ganze ausprobiert in meinem Flathead mit einer Smokebox. Das Ganze, wie man sieht, raucht wie ich sehe euch nicht mehr. Ich habe die Smokebox nach dem Rauchen mal weggenommen, um zu gucken, wie sich die Paste nach dem Rauchen verhält. Und ich musste feststellen, dass die Paste so richtig steinhart geworden ist. Ja? Das ist das Gute auch daran, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Tonkopf raucht, dann schmiert ihr die Paste da rein und die läuft euch nicht die Löcher runter, denn die wird hart, ja. Das heißt, ihr müsst euch da keine Sorgen machen, dass euch die Paste irgendwie in euren Molassefänger oder sonst wo hinsifft. Ansonsten finde ich, ist es eine gute Alternative, wenn man das mit Tabak mischt. Ihr könnt die Hookah Squeeze ein bisschen unten hinschmieren, ein paar Tabakblätter draufhauen. Was ich jetzt vielleicht bei der Paste mit Honigmelone, die ich habe, angeboten hätte, wäre zum Beispiel ein bisschen Minztabak oder Wassermelone-Minze, was wahrscheinlich ziemlich fresh gekommen wäre. Ich bin im Allgemeinen trotzdem kein Fan von diesen Pasten oder Steinen. Ich finde, wenn man Shisha raucht, sollte man mit Tabak rauchen. Im Tabak ist ja meistens immer nur 0,05% Nikotin drin, was nicht viel ist. Und wenn ich jetzt mit der Paste rauche, fehlt mir einfach so irgendwie dieser Tabakgrundgeschmack und so ein bisschen dieses leichte Kitzeln im Hals. Aber für jeden anderen, der wie gesagt kein Nikotin-Fan ist oder für jeden, der noch keine 18 ist und seine Eltern überreden möchte, eventuell mal Shisha zu rauchen, kann er den Eltern mal zeigen, dass es diese Hookah Squeeze gibt, kann ihn mal ausprobieren und mir dann in den Kommentaren da lassen, wie ihm die Paste getaugt hat, was ihr von der Paste haltet oder was ihr für Erfahrungen mit der Paste gemacht habt. Ansonsten werde ich euch das Ding wahrscheinlich hier unten mal in der Infobox verlinken. Ja, und ansonsten soll es das für heute schon wieder gewesen sein. Ich hoffe natürlich, ihr habt da draußen noch einen schönen Tag, wünsche euch einen guten Rauch und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hätten wir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Bis heute Abend zum Livestream, guten Rauch euch noch und bis dann Leute, ciao.